Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, haben eine Befragung durchgeführt und wir haben aber noch auf der Karte offen eine Informantenherausforderung, Attentat, und die werden wir als nächstes machen. Dazu müssen wir aber erstmal gucken, wo sich der Informant denn befindet, denn das weiß ich noch nicht. Gehen wir erstmal aufs Dach. Denn von da oben sollten wir da leichter rankommen. Okay, und runter. Oh. Okay, wir sind auf ihr gelandet, aber das macht nichts. Da ist unser Informant. Huh. Haben sie euch in die Stadt gelassen oder habt ihr kämpfen müssen? Ach, vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen, mit eurer Klinge? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. Alles klar. Dafür haben wir 3 Attentatsziele. Schauen wir mal, wo die sich befinden und wie es da mit Wachen aussieht. Ja, das sieht schon mal wieder so aus, als wenn da wieder viel ist. Aber da ist einer. So, das hat ja keiner mitgekriegt. Nehmen wir die noch mit. Und dann nehmen wir uns das nächste Ziel. Wer hat das getan? Sagt es mir! Okay, jetzt werden wir auch nicht mehr beobachtet, also gehen wir weiter. Weiß ja keiner, dass wir das waren. So, der nächste befindet sich hier hinter der Mauer. Oh, noch eine Flagge. So, das ist der nächste hier. So, bitte geh einfach runter. Vielen Dank. Und das ist der letzte hier. Ernsthaft? Das ist der letzte? Komm so banal. So, jetzt, bei dem wird es schwieriger, weil hier sind viele unterwegs. Und wir müssen das ja schaffen, ohne dass wir entdeckt werden. Also gehen wir dem jetzt mal ein bisschen hinterher, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So. Das sollte passen. Und dann gehen wir hier. Oh, das läuft ja heute. Ihr seid vom Glück verfolgt. Ihr lebt und ich bin noch in Akkon. Das hier kann ich euch sagen. Das Einzige, was gefährlicher ist als ein betrunkener Seemann, ist einer, der auch wütend ist. Ich weiß, das ist nicht viel, aber dank eurer Weisheit wird es euch sicher helfen. Also ich bin ernsthaft gerade ein bisschen erstaunt, dass in den beiden Aufnahmen, also die für Sonntag, die ich gerade eben gemacht habe, und in dieser hier für Montag, das so reibungslos läuft. Ich bin wirklich erstaunt. Aber naja, muss ja auch mal sein. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich ganz glücklich damit bin, erstmal in Verbis Virtus zu pausieren, weil das echt belastend war, dass ich da die letzte Zeit nichts raushauen konnte, weil ich einfach nicht weiterkam. Wieso? Was hab ich gemacht? Lasst mich doch in Ruhe. Na gut, es kann ja nicht alles funktionieren. Ja, gehen wir mal hier hoch. Ich hoffe... Na, scheiße. Da kommt er nicht hoch, oder? Doch. Dann gehen wir hier hoch. Dann gehen wir hier hoch. Die Partisanen werden uns mit Sicherheit helfen. Ja, jetzt sind wir eigentlich... Genau, jetzt wären wir wieder in dem Punkt, wo wir ohne weiteres uns hier verstecken könnten. Aber doch, es klappt. Auch das hat mal funktioniert. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich bei dem Spiel jetzt hier nicht anstrebe, jede einzelne Bürgerrettenmission zu machen. Ich weiß, ich habe das am Anfang angekündigt, aber da wusste ich auch nicht, dass das so generisch und immer wirklich dasselbe ist. Ich dachte, man hätte da zumindest halbwegs ein paar unterschiedliche Szenarien, sodass es da so ein bisschen Anreiz gibt, das zu tun. Aber das scheint ja nicht so der Fall zu sein.
So, dann gehen wir uns mal unsere Feder holen. Seid gegrüßt, Bruder. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair. So, damit haben wir unsere Feder. Seid dessen sicher, Rafik. Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. Da bin ich gespannt. Spule vor zu aktuelleren Gerichten. Ja, ist doch wunderbar. Im letzten Part haben wir einen Attentat gemacht, in diesem Part noch einen Attentat. Wir kommen sehr gut voran. Okay. So, wir müssen dort zum Attentatsziel. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir gehen direkt dorthin. Und ich bin mir sicher, dass es wieder irgendwelche Komplikationen gibt. Und wir vielleicht wieder einen Fail direkt in dem ersten Versuch jetzt haben werden. Aber wie wir ja im letzten Part gelernt haben, muss das nicht immer vom Nachteil sein. Ich meine, wir haben im letzten Part... glaube ich, so schnell hatte ich noch kein Attentat durchgeführt wie im letzten Part. Das war sehr angenehm. Dementsprechend bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das dann in dem Part aussieht. Das war dumm. Ich habe noch in dem Moment, wo er runtergesprungen ist, habe ich noch gedacht, oh, nicht gut. Ja, blöd. Ja, das ist auch blöd. So, wenn ihr mich mal... Danke. So. Bitte bewerft mich nicht, bevor ich oben bin. Danke. So. Damit sind wir wieder clean. Und wir müssen sowieso in die Richtung. Oh, und da ist noch eine Flagge. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Haltet eure Augen offen! Er wird bestimmt wiederkommen! Ja, die wissen Bescheid, das merkt man halt. Ich glaube, es war gar nicht so blöd, es war gar nicht so un... Oh Gott. Ich glaube, dass es nicht so unklug war, wo wir gerade eben waren. Lass ihn nicht noch einmal entfliehen! Ja, ja. Wir gehen nochmal hoch, weil ich glaube, wir müssen über die Mauer drüber. Vermute ich einfach mal. Aber da kommen wir nicht hoch. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Da müssen wir uns da hinten mal ein bisschen weiter orientieren. Ja, ist nicht immer alles so einfach hier in Assassin's Creed. Da hinten ist halt die nächste Flagge. Vielleicht ist das ein Zeichen für uns, dass wir dort lang sollen. Also, gehen wir mal da lang. Aber da geht's auch nicht hoch. Das ist auch zu hoch. Okay. Da geht's weiter. Alles klar. Nee, lieber machen wir den ganz normalen Weg, anstatt dass wir dort einfach so hochgehen. So. Nee, komm, lasst mich bitte alle in Frieden. Ich brauche Essen, ich habe Hunger, nur ein paar Münzen, ich flehe euch an. Aber gut, aufgrund des riesigen Synchronisationsbalken, den wir jetzt mittlerweile haben, ist das auch nicht mehr so kritisch. Lass mich los, bitte. Die lassen wir mal. Sagt jemand etwas?
Oh Gott. Okay, ich dachte, die kommen hier runter. Aber die drehen da ihre Runde. Dann geht es ja. Okay. Dann laufen wir mal hier dran vorbei. Und, ah, hier. Ah, wir sind sogar richtig. Oder auch nicht. Wie sollen wir da jetzt runterkommen? Also das frage ich mich gerade ernsthaft. Ah, da vorne geht's runter. Ja, jetzt sind wir hier im Schneckentempo unterwegs. Das tut mir leid, aber das Spiel triggert das halt, wenn man seinen Punkt entdeckt hat. Triggert das das halt, dass man nur noch so... toll, da geht's auch nicht runter, oder was? Doch. Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine! Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein. Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr, vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren? Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben, was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Ah, trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig! Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft! Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind! Die Leute scheinen meinen Zweifel zu teilen. Was ich tue, tue ich für Akon! Bleibt wachsam, Männer. Berichtet den Wachen von allen verdächtigen Beobachtungen. Ich bezweifle, dass dies der letzte Assassine war. Hartnäckige Bastarde! Und jetzt zurück ans Werk! Okay. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir vorsichtig dahinterherkommen. Da unten geht der Gute. Aber wir können leider noch nicht laufen. Wo schwimmt der denn jetzt hin? Verstehe. Da hinten. Ich guck mal, ob wir über die Schiffe da hinkommen. Ich weiß es aber nicht. Aber irgendwie müssen wir ja quasi da hinterher. Und auch möglichst ohne, dass wir groß Aufmerksamkeit erregen. Das sieht gut aus. Das sieht eigentlich sehr gut aus. So, dann können wir den nämlich als nächstes hier rausnehmen. Ja, sehr gut. Einmal. Und dann kommen wir nämlich über das Schiff hier. Kommen wir dann dorthin. Wo werden wir beobachtet? Ich sehe nichts. So keiner von euch seine Hand erheben mag, um seinen Meister zu beschützen, werde ich mich selbst um die... Nein, Alter! Na, super. Na gut. Dann muss man das wieder so machen. Ach,
Da haben wir den dann schon mal weg. Wo ist der denn hingeflogen? Flieht der gerade? Der flieht, ne? Ziel ist entkommen. Sind verloren. Toll. Wenn der Animus anzeigt, dass sie von einer informierten Waffe. Müssen wir dann doch auf Nummer extrem gehen, oder was? Ich vergaß, wir dürfen ja nicht ins Wasser fallen, denn der gute Alter, ihr kann ja nicht schwimmen. Wählen Sie im Kampf Entschuldigung. Die verborgene Klinge um ein. So, also nochmal. Aber das sah schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ist der denn jetzt gerade? Wir müssen alles auf jeden Fall über solche Stege machen. Wo ist denn der gute Typ jetzt? Der schwimmt auf jeden Fall von uns weg. Haltet eure Augen offen! Ja, haltet eure Augen offen, genau. Ach, da ist der? Nee, das ist der nicht. Ihr habt ja nichts zu suchen. Geht! Ja, du hast recht. Ich habe hier nichts zu suchen, aber ich suche dich. Ich suche dich. Das sieht er nicht. Und da ist es ihm geschehen. Einmal tot. Alles gut, der ist auch direkt ins Wasser gefallen, dann ist er weg. So, jetzt ist die Frage, wo ist der genau? Weil der flieht ja offenbar. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Video gesehen hat, aber da ist gerade einer... Der ist gerade, ne? Hi. So keiner von euch seine Hand erheben mag, um seinen Meister zu beschützen. Ach, da ist der. Wehre ich mich selbst um diesen Heiden. Nein! Oh, wie blöd. Okay, wir versuchen es nochmal. Der Typ ist gerade eben mal ins Wasser gesprungen, deswegen habe ich so gelacht. Vorbereitung ist der Schlüssel. Okay, wir versuchen es nochmal. Dabei war es eigentlich, wäre es perfekt gewesen. Ich hätte nur noch hochspringen müssen und er wäre tot gewesen. Aber gut. Ist halt blöd, dass der gute Alter ihr nicht mal in der Lage ist zu schwimmen. Das ist doof, ist blöd eigentlich. Ist ärgerlich, sagen wir mal so. So. Gehst du jetzt? Da war... Danke. Boah, ich habe ihn schon wieder im Wasser gesehen. Das gibt's doch nicht. Wir versuchen das jetzt, also ich möchte dieses Attentat gerne in der Folge jetzt noch abschließen. Wenn Sie entdeckt worden, das wäre eigentlich mein Plan. Oder klettern Sie? Es kann auch nicht wahr sein, dass der jetzt... Ich meine, du kannst ja nicht sehr viel steuern bei dem Spiel, insofern verstehe ich auch gar nicht. Schon wieder. Jedes Mal, wenn ich die Kante anlaufe, wechselt die Steuerung auf schräg. Unterbrechen Sie den. Dabei habe ich geradeaus durchgedrückt. Warum? So, hier funktioniert das. So funktioniert das. So funktioniert das. So geht das auch. Jetzt so... Ah, guck mal, jetzt macht das. So. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur auf den Stegen entlang. Da mal da hoch. Das schafft er jetzt nicht, oder was? Ernsthaft? Ja, super. Also zweimal, dreimal versuche ich es jetzt nochmal. Und wenn es jetzt gleich dann auch wieder nicht klappt, muss ich es sonst auf den nächsten Part verschieben. Aber ich würde es eigentlich gerne jetzt in dem Part erledigen. Denn eigentlich haben wir es ja schon fast gehabt. So, jetzt auch wieder. Ich bin gerade ausgelaufen. Warum? Ich
habe den Stick nicht nach rechts verrissen. Ich habe gerade ausgezielt. Warum springt der dann nach links? Oder nach rechts? Warum springt der nicht geradeaus? Ich meine, in der Luft kannst du ihn ja nicht mehr korrigieren. So, jetzt aber. So. Ja, sehr gut. Das hat noch besser funktioniert. So, flieht er denn jetzt schon oder ist er noch da? Ah, ja. Reinitialisierung, alles klar. Aber der Gute ist noch auf dem Schiff, oder? Gut, die sind jetzt ein bisschen in Panik, aber das ist halb so wild. Das Wichtigste ist erstmal, dass der noch dort oben ist. Und dass wir uns jetzt mit der versteckten Klinge gleich auf ihn stürzen können. So. So keiner von euch seine Hand erheben mag, um seinen Meister zu beschützen, werde ich mich selbst um diesen Heiden kümmern! Ach, das ist er schon. Er hat uns schon gesehen. Der schießt jetzt einfach da fröhlich vor sich hin, oder was? Ne, jetzt haut er ab. So, jetzt wäre aber interessant zu wissen, wohin der abhaut. Da ist er. Und da haben wir ihn. Tut mir nichts. Habt ihr Angst? Natürlich habe ich Angst. Dabei seid ihr doch bald völlig sicher. In den Armen eures Gottes. Haben meine Brüder euch nichts gelehrt? Ich weiß, was mich erwartet. Uns alle. Wenn nicht euer Gott, dann was? Nichts. Nichts erwartet uns. Und das fürchte ich. Ihr seid ohne Glauben? Wie könnte ich bei all dem, was ich weiß, was ich sah? Unser Schatz ist der Beweis. Beweis für was? Dass dieses Leben alles ist. Verweilt noch einen Moment und nennt mir eure Rolle in dem Spiel. Eine Seeblockade. Um die unwissenden Herrscher und Herrscherinnen zu hindern, Verstärkung zu entsenden, nachdem wir das heilige Land erobert haben? Befreit haben, ihr Narr. Von der Tyrannei des Glaubens. Freiheit? Ihr kontrolliert die Gedanken der Menschen. Unterwerft Städte. Tötet jeden, der euch widerspricht. Ich habe nur meine Befehle befolgt. Und an die Sache geglaubt. Genau wie ihr. Okay. Dann haben wir das Attentat auch. Um die Umgebung aus der Vogel. Oh. Ich hoffe, das sieht gut aus. So, hier dürfte ja eigentlich keiner mehr sein. Das wird nicht gut enden. So, ich bin einfach mal an den vorbeigelaufen. So, die dürften uns aber jetzt eigentlich... Nee? Boah, krass. Ja gut, dass die uns sehen, das war mir fast klar. Ob wir hier schnell hochkommen, ohne dass die uns vorher mit Steinen abwerfen oder mit Pfeilen beschießen. Oh, ja, das ist gut. Wir mourir. Liebende
Ein bisschen schneller, ein bisschen. Alter, der war doch oben! Du warst doch oben! Wie kann denn... Nee, jetzt bitte! Lauf, lauf, lauf! Nimm doch die scheiß Leiter! So. Wie kann man denn, wenn man oben ist, wie kann man es dann... wie schafft man das, dass man dann auf den letzten Metern sich da runterschmeißen lässt? Wie geht das? Wie schafft man das? Mit gesundem Menschenverstand. Bitte, bitte, bitte. Das war so klar. Okay, die Folge wird wieder eine XXL-Folge, sehe ich jetzt schon. Weil wir das auf jeden Fall jetzt noch abgeben. So. Ja, manchmal verstehe ich das wirklich nicht. Weil wenn er noch oben ist, wie schafft man es dann, dass man dann da wieder runterfällt? Ich meine, so ein Stein, der einem an den Rücken geworfen wird, der schmeißt einen, wenn man doch gerade die Hand auf dem Dach hat, doch nicht einfach wieder da runter. Das ist doch hier nicht mit Schleim irgendwie glitschig und sonst was. So. Alter, ihr... Ihr habt arges Aufsehen erregt. Ich tat, wie mir befohlen wurde. Siebrand ist nicht mehr. Genau, das ist es. Ihr solltet nach Masyaf reiten und Al-Mualim Bericht erstatten. Ja, ich sollte zurückkehren und mit ihm sprechen. Darüber und über andere Dinge. Seid ihr wohlauf, mein Freund. Ihr scheint reserviert. Es ist nichts, Rafik. Mir geht nur viel durch den Kopf. Sprecht mit mir. Ich höre euch zu. Zuerst muss ich mit mir selbst im Reinen sein. Aber hab Dank für das Angebot. Es sind die Seelen derer, die ihr getötet habt. Ihr fühlt etwas für sie. Wie? Ah, mein Freund. Niemand verlangt, dass diese Gräuel euch erfreuen. Zweifel, Bedauern, Sympathie. Das war zu erwarten. Sollte ich diese Gefühle nicht fürchten? Ihr solltet sie annehmen. Sie sind es, die euch menschlich machen. Was, wenn ich Unrecht handelte? Wenn diese Männer nicht den Tod verdienten? Wenn sie reinen Herzens waren, fehlgeleitet vielleicht, aber reinen Gewissens. Ich bin nur Rafik, Altair. Das übersteigt meine Weisheit. Vielleicht kann Al-Mualim euch Antworten geben. Ja, vielleicht. Danke, Rafik. Es ist mir eine Ehre, jemandem mit eurem Geschick zu dienen. Naja, Geschick ja nicht wirklich, ne? Wenn man sich anguckt, was der gute Altair da so verzapft, und das liegt mit Sicherheit nicht alles an mir, dann ist das nicht so geschickt. Würde, danke. Danke, liebe Überblendung. So, also gehen wir jetzt auf jeden Fall noch nach Masyaf zurück. Außer wir landen jetzt in der echten Welt. Okay, aber das passiert. Da der gerade gespeichert hat, hoffe ich einfach mal drauf, dass das für den nächsten Part so reicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei Assassin's Creed. Bis dahin, tschüss.